Hallo und herzlich willkommen zu Let's Build a Zoo. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne den Bauernhof freischalten und somit auch dann die Nahrungsproduktion hier komplett alles in den Zoo verlagern. Hoffe ich einfach mal, dass man das kann. Das heißt, wir können dann unabhängig von den Marktpreisen hier unsere Tiere befüttern. Kaufe Aktien. Ja, können wir machen. Wir kaufen einfach mal ein paar Aktien. So, den Bauernhof schalten wir frei mit wie vielen Punkten? Mit 10 Moralpunkten, die haben wir ja locker. Und wir brauchen 10 Forschungspunkte, die sollten wir eigentlich hinbekommen. Und eventuell sollten wir dann den Bauernhof hier hinlegen. Ja, pass auf, wir kaufen nochmal Land. 30.000? Nein, die kaufen wir nicht. Wir haben genau 32.000. Deswegen lassen wir das erstmal. Wir haben in der letzten Folge ja schon Land gekauft. Dann werden wir den Bauernhof erstmal hier hinsetzen. Und ich hoffe einfach, du bist vorbeigeflogen, mein Freund. Nur so, du bist ein bisschen vorbeigeflogen. Ich wollte das nochmal ganz kurz anmerken, aber kein Stress. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Huhn, Schwein. Haben wir Hühner? Moment. Haben wir Hühner? Hühner. Da haben wir gar keine Hühner. Nee, Hühner haben wir gar keine. Was hat denn? Ach ja, das war die Auswilderung. Wo haben wir denn die Ist ja ein Buddeln. Gehen die Buddeln und verstecken sich? Okay. Ich bin verwirrt. Schweine. Wo haben wir die Wir haben gar keine Schweine. Wir hatten doch mal Schweine gekauft, oder nicht? Okay, ich bin jetzt gerade verwirrt. Wo sind die Schweine hin? Wo sind die ganzen Tiere hin? Kann das eventuell sein, dass wir von den Schweinen nur Männchen oder nur Weibchen hatten? Könnte eventuell möglich sein, ne? Mhm. Was brauchen wir denn noch? Entdecke 6 Arten von Tierpfleger. Ja gut, wir haben ja noch einige Aufgaben vor uns und ich glaube, da sind ja noch mehr außer die hier. Chris, was haben wir denn da? Wir haben hier eine... Sammeln. Okay, wir haben hier eine Schlange. Die Schlange setzen wir hier rein. Benutzen. So. Und dann hatten wir noch eine. Die habe ich komplett hier vergessen. Sammeln. Und das ist ein Hase. Hasenente. Wo setzen wir die Hasenente hin? Wieso habe ich 8000 Minus gemacht? Neue Aufgaben. Genome. Ja, okay. Hasenente. Hente, Hase, Hase, Ente, Gans. Ne, hier. Hase. Nutzen. So. Warum haben wir Minus gemacht, diese Folge? Beziehungsweise jetzt an dem Tag, wo wir offen hatten. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil eigentlich haben wir nie Minus gemacht. Oder habe ich irgendwas gekauft? Ich habe doch nichts Teures gekauft, oder? Oh, wir können Landwirtschaft. Hier, pass auf. Pass auf, Landwirtschaft. Da. So, Landwirtschaft haben wir jetzt. Grüner Finger im Zoo. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Wir gucken mal. Also. Kann es eventuell sein, dass wir zu wenig Gäste aktuell haben, weil wir vielleicht, naja, sagen wir mal so, weniger Tiere haben mittlerweile? Könnte sein, ne? So, was haben wir denn hier? Wir gucken mal. Schwein. Wasserschwein, Schwein. Männchen, Männchen. Ja, okay, aber vielleicht kommt ja dann irgendwann ein Weibchen noch dazu. Dann setzen wir das Schwein jetzt erstmal hier hin. Da sind keine Tiere drin. Was sind hier für Tiere? Da sind die Schweine. Alle an Altersschwäche gestorben, oder? Ja. Dieses Massensterben, das ist so ein Phänomen, ne? City Skylines hatte das, hier ist das. Krematorium, Angestellte. Suchen. Nee. Können wir hier noch mehr Mitarbeiter reintun? Nee, ne? Geht nicht. So, wir machen jetzt aber erstmal, wir bauen jetzt erstmal hier schön den Bauernhof hin. Bauernhof? Bauernhof? Machen wir einfach mal hier. Einstellen. Ackerboden. Machen wir so, oder? Warte. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3. Müsste so sein, ne? Wie viel haben wir hier? 1, 2. Hier hin. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Ja, könnte passen. Okay, geht nicht. Schade. Ah.
Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir halt bis da, also da drüber gehen können und dass der dann automatisch hier alles wegmacht, aber geht leider nicht. So, machen wir hier einmal. Nee. So, hier rum und dann hoch. Ja gut, hätten wir vielleicht ein bisschen größer machen können, aber naja, wir gucken erstmal. Wir brauchen einen Weg. Machen wir einen Weg. Wir nehmen Schmutzweg. Nee, wir nehmen, komm, nochmal einen Steinweg da. So, gerade schön ziehen. Oh, hat geklappt, Gott sei Dank. Und dann können wir hier hin. So, die können weg. Sehr schön. So, was machen wir hier? Feldfrüchte. Was nehmen wir hier? Gras? Weizen? Okay, wir machen jetzt erstmal Gras. Mal schauen, was da passiert. So, man konnte doch noch mehr von denen freischalten, ne? Für den Bauernhof. Irgendwie irgendwelche Samenpakete. Warte mal, wo waren die denn nochmal? Da. 10. Was kannst du machen? Kaffeebeeren. Okay. Ich muss hier aber einmal. Nein, da muss ich gar nichts machen, sondern hier wollte ich einmal Tierfutter nachkaufen. So, und dann können wir auch wieder schnell machen. So, jetzt haben wir schon mal einen Bauernhof. Und wir leben jetzt autark. Nee, noch nicht ganz, weil wir sind ja angewiesen auf die Busse. Die Frage ist halt, wie kann ich die Busse 520 minus gemacht? Krass. Schwein und Schlange? Ja, komm. Ablehnen. Spende 5000? Ja, okay. Okay. Wie kriegen wir die ganzen Kadaver hier weg? Wie können wir die ganzen Kadaver hier wegmachen? Das ist halt die Frage, ne? Muss ich vielleicht noch mehr Verbrennungstypen einstellen? Hausmeister, Tierpfleger. Nee, eigentlich nicht. So, wir gucken mal. Weltkarte. Was haben wir denn da Neues? Nix. Okay. Wie kriegen wir die ganzen Leichen hier weg? Hier sind sie alle weg. Fütterung. Wie kriegen wir die Leichen hier weg? Tierbestatter bestellen? Ist bald auf dem Weg. Müssen wir für die Tierbestatter bezahlen? Weil normalerweise haben wir ja selber eine Verbrennungsanlage, ne? Oh, wir haben schon wieder 17 Punkte, ey. Geht so flott. Was haben wir denn da? 15. Ich will nur wissen, was hier rumkommt. Dekopaket Eisburg. Elsa. Wir haben hier die Bar. Was steht da? Alkohol kann dir viel Geld einbringen, aber es bestehen gewisse Risiken. Ach. Risiken, Schmiesiken, sage ich immer. 71 Moralpunkte haben wir. Warte mal. 71 Moralpunkte. 71 Moralpunkte. Wie viel war das? 75. Landwirtschaftsmaschine. Oh ja, es wächst was. Ist wie bei Stardew Valley. Okay. Wir machen nicht mehr 4 plus, ne? Wir machen nicht mehr 4 plus. Hier muss ich hin. Wie kommen wir da hin? 10 Punkte. 20, okay. Ich würde sagen, wir machen den 10er. Ja. Oh, wie kriegen wir die ganzen weg, die Wollknolls da? Achso, warte mal. Ich wollte kurz gucken. Weltkarte. Hier. Pferd, Tapir. Ich glaube, Tapir haben wir noch kein Gehege für, aber Pferd auf jeden Fall. Pferd können wir reinpacken. Hier. So. Was stand da jetzt gerade noch? Hatte ich noch irgendwas? Achso, ja, da war noch irgendwas am Blinken. Hier. Enten. Gegen ein Schwein. Moment. Haben wir hier ein offenes? Da haben wir noch ein Gehege frei. Hier haben wir Gänse. Dann könnte ich hier die Enten reinpacken. Ja, mach mal. Pass auf. So, handeln. Auswählen. Handeln. Jawohl.
Zurück zum Zoo. Pack mal die hin. Bam. So. Jetzt kriegen wir neue Tiere. Sehr schön. Neue Tiere heißt neue Gäste. Neue Gäste heißt mehr Geld. Mehr Geld heißt, ich werde reicher. Ganz einfach. So, wir haben 9. Ja, wir gehen auf den 10er hier. Obwohl ich den nicht aufstellen werde, aber da werden wir auf jeden Fall hingehen. Weil der 20er ist ein bisschen zu teuer. Die sind gleich fertig mit Forschen. Ja. So, jetzt können wir hier sagen, den hier. 16. Oh, teuer. Wenn ihr in der Natur ruft, müssen Menschen aufhören, die Natur anzuschauen und sich die Nase machen. Schalte 2 weitere thematisierte Toilettenbank. Hatte ich auch in Kommentaren gelesen. Ich habe das immer falsch verstanden. Ich dachte, man schaltet dann immer 2 weitere frei. Du musst aber noch 2 weitere Toilettenpakete freischalten, um diesen Bonus zu kriegen. Beschleunige die Zeit der Besucher in der Toilette um 40%. Okay. Aktueller Boni ermöglicht deine Wasserpumpen auf Verwendung von Methan aufzurüsten. Ja. Also noch 2 weitere, ne? Schalte 1 weitere. Hä, wieso ist hier nur 1? Erhöhe die Toilettenkapazität auf 2. Dann macht ja das hier Sinn. So, was passiert hier jetzt beim Bauernhof? Nix. Ist noch am Pflanzen. Dauert ein bisschen. 200 Besucher an einem Tag. Wir haben aktuell, okay, jetzt nur noch 13, weil jetzt gerade der Park wieder schließt, der Zoo. So, wir haben wieder Plus gemacht, Gott sei Dank. Dann gehen wir jetzt auf die Bonis. Würde ich sagen. Dann gucken wir, dass wir die Bonis freigeschaltet bekommen. Tapir Bär. Bär ist gut. Affe. Affe ist auch gut. So, Affe setzen wir hier hin. Und Bär kommt hier hin. Benutzen. So. Sehr schön. Wenn die Tiere sterben, und wir haben dieses Genom freigeschaltet. Und dann kommt auf der Weltkarte ja immer neu. Kommt das dann auch noch, obwohl die tot sind? Oder? Eine gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. So, Bauernhof, wie weit bist du? Könntest du mal ernten? Da stand irgendwas von 2 Tagen. Wir brauchen mehr Bestatter. Dass wir die ganzen Wollknolls hier rauskriegen. Oh, warte. Nee, wir haben noch gar nicht. Wir haben 210 Gäste im Park. Ah gut, die VIP. Nee, VIPs werden doch nicht mitgezählt. Hä, was wird denn mitgezählt? Also ich habe Besucher 109. VIPs 277, Tiere 122. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. So, hier haben wir 16, 13, 9. Schalte einen weiteren einfachen Schalte eine weitere thematisierte Toilette frei. 40%. Genau, das haben wir dann hier. Und hier würden wir das dann freischalten. Die Kapazität auf 2. Okay, dafür brauchen wir, wie viele Punkte waren das jetzt? Es waren 13. Okay. Dann gehen wir auf diesen Bonus. Ja, wieder weniger gemacht. Oh, Mist. Okay, wir haben aber 36.000, das ist gut. So, dann schauen wir mal hier. Was haben wir da? Tapir, Bär. Bär ist gut. Den Bär nehmen wir auch. So, dann packen wir die hier ins Gehege. Und was haben wir hier? Pferde. Tauschen wir gegen das. Ja, Handel. So, zurück zum Zoo. Und dann packen wir die Pferde hier rein. Halte 5 Pferde in einem Gehege. Okay. Moment, haben wir hier noch Pferde, die wir retten können? Nee, nur den Tapir. Tapir. Theoretisch könnten wir den Tapir hier hinsetzen. Weil wir haben ja ein Tropengehege, ne? Weil wir brauchen einfach mehr Gäste. So. Kann
Können wir nachher noch umbauen. So, Tür kommt hier rein. Dann kommt hier rein. Moment. Objekt hinzufügen. Wasser. Ganz wichtig. So. Und eine Bereicherung. Tapir mögen eigentlich Laubhaufen. Und eine Klippe. Das mögen Tapire, ja. So, dann gehen wir. So, dann gehen wir einmal hier hin. Sagen hier einmal retten. Sagen hier benutzen. Pinguine. Aha. Weil mit den anderen, also mit Tapien oder so, kann man ja nachher wieder handeln. Das ist ja der Gute. Aber mit dem Massensterben, das nervt mich schon ein bisschen, ne? Muss ich einfach mal so sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Das bei, wie gesagt, bei City Skylines ist das so, ich verstehe das einfach nicht. Oh, hier tut sich was. Warte, hier fällt mir gerade ein. Wir müssen einmal Tierfutter nachkaufen. Oh, die Pferde machen aber komische Geräusche. Ich glaube, die sind ein bisschen erkältet. Feldfrüchte. Gras. Auf Aussaat warten 10. Wachsen 3. Okay. Ey, jetzt habe ich nicht gelesen. Mist. Feldfrüchte. Feld bereinigen. Feldfrüchte. Und dann machen wir Weizen. Komm, wir machen Weizen. Weizen sieht besser aus. Oh, wir haben 16 Punkte. Okay, jetzt können wir diese Toilette hier freischalten. Erhöht die Toilettenkapazität auf 2. Verdoppelt. Geil. Schalte 3 Wasser. Erhöhe die Anzahl der Mitarbeiter, die du Lebensmittel. Okay. Was haben wir hier? Reduziert die Kosten deiner U-Bahn um 25%. Okay, cool. Sehr nützliches Gebäude. Na gut, das gibt keinen Boni. Theoretisch könnten wir jetzt hier, weil dann hätten wir hier wieder irgendwas Großes, was wir freischalten, ne? So, wie teuer war das jetzt? Nur kurz, worauf ich sparen muss. 16. Okay, alles klar. So, wir haben 38.000. Wir gucken nochmal kurz auf die Weltkarte. Was haben wir denn da? Pferd können wir gebrauchen. Pferd war hier. Nutzen. Bam. Da kommt mein Tapir. Schönes Tapir. Wer füttert die Tiere? Gar keiner. Dann machen die alles selber. Tierfutter. Bestellen. Kaufen. Was bringt mir jetzt dieser Bauernhof? Noch gar nichts, oder? Der Bauernhof ist einfach da. Der Bauernhof ist einfach Bauernhof. Naja, kannst du mit angeben. Guck mal, ich habe hier einen Bauernhof. Immer im Zoo. Was steht da? Plus 20, plus 20. Was heißt das hier? Plus 20. Sind die am Wetten? Sind die hier irgendwas am Wetten? Schrill. Echt jetzt? Das sagen die? Okay. Gehegevariante. Okay, wir haben ein neues Schwein. Mist, jetzt habe ich nicht geguckt. Wo? Ich guck gerade. Aber hier ist nichts. Wir brauchen 16. Ne? 16, damit die Toiletten besser arbeiten. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir brauchen eigentlich noch mehr Shops, ne? Wir haben relativ wenige Shops. Können wir mal gucken, ob wir hier unten irgendwas reingesetzt bekommen. Laden. Was haben wir denn da? Pizzaladen. Kriegen wir den hier hin? Jo. Sehr gut. Dann haben wir hier nochmal Pizzaladen. Ah, die sind alle am Protestieren, ne? Hier für artgerechte Haltung und so. Bla bla bla. Wenn die wüssten, was das hier an Stress ist, was ich hier leiste die ganze Zeit, ne? Geld reinbringen und so. Und vor allem, ich muss ja Land weiterkaufen. Ne? Das hier ist ja... Oh, ne. Komm, geh wieder hier hin. So. Mist. Komm schon.
Aber wir haben jetzt den. Okay. Diese Geheimstruktur, du kannst sie jetzt bauen. Okay. Ich will aber jetzt hier das erstmal freischalten. Und als nächstes kommt dann Populationsverteiler. Kontrolliere mit diesem Gebäude deinen Populationsgrößen. Oh, das ist cool. Da kannst du sagen, hier 6 Pferde und so was. Okay. Bin ich mal gespannt. So, wir haben 60 Gäste im Zoo. Öffne ein Park, Zoo für 10 Stunden. Das kommt ja automatisch irgendwann. Was haben wir denn hier noch? Weitere Paketen frei. Verwende Bodenpolitur, um deren Besuchern das Gehen zu erleichtern. Reduziert den Energieverbrauch pro Schritt um 10%. Um einzukaufen. Okay, wäre, glaube ich, gar nicht so doof, ne? Wer verlängere die Öffnungszeiten deines Zoos um 2 Stunden. Müssen wir machen. Also brauchen wir 20 Punkte. 20 Forschungspunkte oder 24. Ja, 24 wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, müssen wir gucken. Haben wir denn noch irgendein Big Ding hier? Hier ist wahrscheinlich, ne? Hier ist das nächste Big Ding. Und sonst glaube ich nix. Nee. Füge 2-2 kann man. Oh, ich muss ja echt drauf achten, ne? Bonus. Erhöht die Dekorationswertung von Bäumen um 5%. Okay. Moment, was war da? Es gibt 3 Bonis, kann das sein? Na, guck mal, da gibt 3 Abschnitte. Ja, hier gibt es nur 2 Bonis. Aha, ich verstehe langsam das Spiel. Siehst du? Guck mal, Regenerationsgeschwindigkeit für die Bank um 70%. Und dann kommt nochmal ein Boni. Aha! Sieh mal einer an. Habe ich verstanden. So, was sagt denn die Weltkarte? Die Weltkarte sagt nichts Neues. Doch, eine Gans. So. Wie kriegen wir die ganzen raus hier? Pizzaladen, 16,20 Euro Verkaufswert. Wow. Ist gut. 6. Wir brauchen 20 Punkte. 20, wollte ich nur kurz anmerken. Man sagt in meinem Bauernhof, der mir sehr viel bringt. Ich weiß noch nicht genau was, aber der bringt mir viel. Tierfutter kaufen. Ja. Natürlich. So. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Ein ganz alter. So, auf jeden Fall würde ich dann sagen, in der nächsten Folge werden wir dann, naja, ein 24er oder ein 20er Objekt freischalten. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.